Schlosspark Center, Ihr City-Einkaufscenter im Herzen von Senftenberg. 25 Geschäfte laden zum Shoppen ein. Bummeln, einkaufen und Spaß haben bei entspannter Einkaufsatmosphäre. Neben einem vielseitigen Gastronomieangebot locken unsere Geschäfte regelmäßig mit Rabattaktionen. Und nicht vergessen, das Parken im Parkhaus ist für 3 Stunden kostenfrei. Schlosspark Center Senftenberg. Einkaufen, wo ich zu Hause bin. Willkommen bei Seenluft 24 die Woche mit den wichtigsten Meldungen der letzten Tage und den aktuellen Nachrichten vom 6. Mai. In einer Resolution wenden sich Senftenbergs Stadtverordnete an Ministerpräsident Dietmar Woidke. Sie bitten ihn, sich für eine Öffnung oder Teilöffnung der gesperrten B169 bei Sedlitz einzusetzen. In dem Papier kritisieren sie unter anderem den Informationsfluss von Landesbergamt und Landesbetrieb Straßenwesen zum weiteren Zeithorizont. Zudem würden auch die Bürgerinnen und Bürger zunehmend mit Unverständnis reagieren. Fehlende erkennbare Fortschritte würden, nach Einschätzung der Stadtverordneten, das Vertrauen der Menschen in die Handlungsfähigkeit der Behörden und in die Institutionen des Landes Brandenburg untergraben. Unterzeichnet ist die Resolution an diesem Donnerstag vom Vorsitzenden der SVV Senftenberg, Peter Rüssiger. In die Pedale treten, die Landschaft genießen und die Region kennenlernen, das können Sie wieder am 11. Juni. Dann startet die 25. Tour der OSL. Ihr 7. Jubiläum feiert die beliebte Radtour für Jung und Alt mit Landrat Sigurd Heinze, die Tour de OSL. Die Route führt diesmal über 50 Kilometer durchs Lausitzer Seenland. Start und Ziel ist der landwirtschaftliche Betrieb der Familie Dumin in Peikwitz. Von dort aus geht es zum scharfen Gelb nach Senftenberg und zum Kreisjugendfeuerwehrtag beim SV Großrieschen. Weitere Zwischenstops sind der Aussichtsturm Reppister Höhe und das Zechenhaus in Brieske. Zurück in Peikwitz gibt es die traditionelle Tombola, diesmal um 4 E-Bikes und ein normales Damenrad. Die Tour de OSL 2022 startet am 11. Juni um 9 Uhr in der Peikwitzer Feldstraße. Anmeldungen sind nicht erforderlich. Die Krankenhäuser in Lauchhammer und Senftenberg sind seit diesem Mittwoch wieder für Besucher geöffnet. Möglich machen das die niedrige Zahl von Covid-19-Patienten und sinkende Inzidenzen. Die Besucherzahl werde nicht begrenzt, da die Kontrolle kaum realisierbar sei, so die Sana-Kliniken. Wenn es der Gesundheitszustand der Patienten erlaubt, sollten Besuche bei schönem Wetter auch im Außenbereich stattfinden. So würden volle Zimmer auf den Stationen vermieden. Und in den Häusern gelten einige Regeln. Gäste benötigen einen offiziellen negativen Corona-Test, nicht älter als 24 Stunden. Die Besuchszeiten sind zunächst auf 15 bis 17 Uhr begrenzt und der Zugang ist nur mit FFP2-Maske möglich und nach einer gründlichen Händedesinfektion. In dieser Woche gab es weitere Grabungen in der Festung Senftenberg. Bei den Untersuchungen wurden neue Entdeckungen gemacht. Bei Grabungen am Senftenberger Schloss sind laut Medienberichten nun auch menschliche Gebeine gefunden worden. Sie sollen an derselben Stelle entdeckt worden sein, an der bereits in der vergangenen Woche zahlreiche Waffen und Munition ans Tageslicht kamen. Dabei handelte es sich um einen der größten Funde in Brandenburg. Zu den Hintergründen ist derzeit noch nichts bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Untersuchungen aufgenommen, in welchem Zusammenhang die Knochenfunde stehen können. Der Landkreis Oberspreewald-Lausitz hat seine Regelungen zur Corona-Quarantäne angepasst. Sie traten an diesem Freitag in Kraft. Damit verkürzt sich die Isolation nach einem positiven Test auf 5 Tage. Wer 48 Stunden ohne Symptome ist, kann auf ein Freitesten verzichten. Sollten am 5. Tag Symptome bestehen, verlängert sich die Quarantäne, bis die 2 Tage Symptomfreiheit erreicht sind, längstens jedoch auf 10 Tage. Außerdem entfällt die Quarantäne für Kontaktpersonen. Die Allgemeinverfügung im Wortlaut finden Sie auf der Internetseite des Landkreises. Und damit zu den Kurzmeldungen. Das Quartiersmanagement in Lauchhammer lädt die Einwohnerinnen und Einwohner der Neustädte 1 bis 3 zur ersten Stadtteilkonferenz. Sie beginnt am 11. Mai 17 Uhr im Mehrgenerationenhaus. Dort spricht Bürgermeister Mirko Buhr über die Ergebnisse der Befragungen und die nächsten Schritte. Auch die Themen der Teilnehmer sollen in lockerer Atmosphäre diskutiert werden. Das Gründungszentrum Zukunft Lausitz in Cottbus organisiert wieder einen Crashkurs für zukünftige Unternehmerinnen und Unternehmer. Er findet vom 25. bis 28. Mai online statt. Um Anmeldung wird gebeten, da die Anzahl der Plätze begrenzt ist. Es gab ja nichts, heißt es von diesem Samstag an im Museum Schloss und Festung Senftenberg. Die Ausstellung beschäftigt sich mit 40 Jahren Konsumgeschichte und Shopping in der DDR.
Geöffnet ist immer dienstags bis sonntags 10.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Mit einer neuen Internetseite, flankiert von einer Online-Kampagne, startet das Brandenburger Agrar- und Umweltministerium seine neue Werbekampagne für die grünen Berufe und das freiwillige ökologische Jahr. Dabei stellt man erstmals komprimiert und in übersichtlicher Form die umfangreichen Informationen online zur Verfügung. Wer nach der Ausbildung weitermachen will, findet auf der Webseite grüneberufebrandenburg.de ebenfalls die Erstkontakte. Sie informiert zielgruppengerecht über die Möglichkeiten der Ausbildung und die Karrierechancen in den grünen Berufen sowie über die Möglichkeit, hier ein freiwilliges ökologisches Jahr zu absolvieren. Das waren die wichtigsten Meldungen und jetzt schauen wir auf das Wochenendwetter. Egal ob frühlingshaft mild, sonnig, regnerisch oder frostig. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Senftenberg, Ihrem Partner für Gas, Strom und Fernwärme. Samstag gibt es am Tag eine Mischung aus Sonne und Wolken und die Temperaturen liegen zwischen 8 und 22 Grad. Nachts ist es bewölkt, die Sterne sind nur vereinzelt zu sehen, bei Werten von 10 Grad Celsius. Am Sonntag kann es von Tagesbeginn bis zum Nachmittag zeitweise etwas Regen geben und die Temperaturen liegen zwischen 9 und 19 Grad. Abends ist es leicht bewölkt und die Temperaturen liegen zwischen 14 und 18 Grad. Und am Montag gibt es von morgens bis zum Nachmittag strahlenden Sonnenschein und die Temperaturen liegen zwischen 7 und 21 Grad. In der Nacht ist es klar bei Werten von 8 Grad Celsius.